Okay. Kapitel 6. Kann man nicht mal lesen. Nothing bad is going to happen to me here. As menacing as this place might look. The island, the ooze, those sea creatures. They're just defending themselves. Like a wild animal against an unknown threat. That's how they perceived the expedition. Like a threat. But I, on the other hand, I wasn't a threat. And I definitely wasn't unknown, was I? Oh, yeah. They seemed to recognize me, as if I was one of their own. Ja, ich habe ja auch die Hände kaputt. Everything seems so distant now. As if I first stepped on that white beach thousands of years ago. A full moon? It can't be. Yesterday was a new moon. Did I lose track of time or... Vielleicht ein bisschen, ja. Maybe this place isn't subject to the laws of physics. That's the only explanation I can find for this surreal night. Das würde auch die Polarlichter erklären. It's hard to believe everything is real. Maybe it isn't. Maybe I'll open my eyes sometime and I'll be back in our home in Englewood and everything will be as before. Vielleicht. My perfectly ordinary life with Harry. My daily routines. My illness. That will be as before too. And then I'll need to shake off this strange feeling that I have now. Feeling that I don't really belong there anymore. And with there, I don't mean Englewood, Boston, or Newburyport. I mean... How is it possible that the strange events of only 2 days on this island makes more sense to me than the life that I've been living for years? So. Wir sind scheinbar angekommen. Wo auch immer wir ankommen sollten. Das Sanctuary. So ist das, wo du gehst, Harry? Ist das dein letzter Stopp? Links ist auf jeden Fall ein Lager. Rechts aber auch. Warum sind hier zwei Lager? Gucken wir erstmal in dem linken. Another camp. Although it's little more than a few things scattered about. Auf jeden Fall auch ein Brief. My dear old pal, I never should have trusted Cass. I thought she cared about you, but she's just mad, obsessed with this place. I can't trust her to help me overcome the last obstacle. This door. I know how to open it. But what I have to do is mix my blood with the black ooze. Am I mad for even considering that? It's the only way we can be together. It has to work, right? All this can't be a coincidence. The ritual is made for the two of us, isn't it, Nora? I wish you could be here to... Damn it. I have to think it over. I can't. To tomorrow. Ja, durchgezogen, scheinbar. For tomorrow, damn it. Stop writing. What are you saying, Harry? Don't you see what the black ooze does? What it did to the doctor? Are you out of your mind? Heavens, this dagger looks exactly like the one I have. A library? What are you talking about, Harry? Das fragen wir uns alle. Er hat wohl ein bisschen zu viel am Alkohol geschnüffelt. Hier drüben ist dann das Lager von der anderen Verrückten, die besessen von diesem Ort hier war. Da gucken wir uns natürlich auch noch um. Es
So I have to put my hand inside? Harry asleep in his tent. What a creepy photograph. Oh my, she sounds completely out of her mind. Okay. A camera. It must be Cassandra's. Let's give it a try. Gute Nacht, Prini. Schlaf gut. Bis morgen. What was that? Looks like a tattoo, but it isn't. Those are my spots. They've moved. Mhm. Hier sind Zeichnungen, die brauchen wir wahrscheinlich. This mural seems to describe a ritual involving blood. That dagger. Der Dolch ist wieder am Start. Sind hier links auch Zeichnungen? Das sieht man jetzt nicht. Hier ist ein Tor. Was kann man da so erkennen? Hier ist auch eine Apparatur. These patterns look too familiar. Oh, I really hope this works. Ja. Let's go. Das war ja einfach als gedacht. And the gun barrel is empty. Oh nein. A woman's earring stained with blood. If he's behind that door, I wonder which Harry I'll find. How much would be left of the man I love? Hier ist erstmal noch kein Harry scheinbar. Different doors with different symbols. Okay. Those stones. 90 Grad Drehung. Ich muss überall auf die Rückseite noch gucken. Darf ich nicht vergessen. Hier sind Symbole. Eine Tür ist für mich bestimmt, aber welche? Die da hinten, oder? Nein. Keine von denen. Let's go. Da sehe ich mich. Was ist hier? Schleim? Wir gehen mal uns das Bild hier angucken. They carry these people here to test them. Like a challenge of some sort. Challenge ist am Start. Gehen wir mal zur Tür. Where is this door leading me? Wir markieren mal alle Türen hier, damit wir die auf in unseren Hinweisen haben. I better draw it. Theoretisch. Könnte das hier meine Tür sein, die erste? Weiß aber eh noch nicht, wie der Mechanismus funktioniert und so. Von da gucken wir mal. I wonder what this means. Constellations and stars. These people seem to worship otherworldly gods. Das haben wir schon angeguckt. An eye and a star. Look at the stars, maybe. The stars are aligned, forming a constellation that I don't recognize. That is not the same sky you can see from Earth. And if that's not the Earth sky, where am I now? Not on the Earth? Maybe.
It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Hm. Eigentlich alles gesammelt, was ich sammeln konnte, oder? Oder habe ich irgendwas vergessen? Oh, hier sind Schalter. Hier ist auch ein Schalter. Circular stones with strange carved symbols. These icons on the wheel are the same as the constellations I have on my hand. Einfach alle einmal drücken. Ich meine, was soll das bringen am Ende des Tages, aber wir machen einfach mal. Sag dich ja, was soll das bringen? Habe ich irgendwas übersehen? Ich mache jetzt einfach mal jedes zweite wieder aus. Ohne Verstand, aber ich mache einfach mal. Irgendwas hat sich geöffnet. Hier hinten die Tür. Let's go! Gehen wir da erstmal rein. Vielleicht auch einzig daran, man weiß es nicht. Sieht so aus, einzig hier rein, ist ein Riesenraum. Riddled with nooks and crannies and endless stairways. Maybe it only hurts the first time. Ah, ich krieg ein neues Tattoo, kann die nächste Tür aufmachen. Ah, I hope this is worth it. When I arrived on this island, I felt like I was trespassing. But now, I feel like this is where I belong. Mhm. In das Wandbild haben wir gar nicht mitgenommen. Moin Amalfi, was geht? Alles fresh? A throne room. That was the final step in the ritual. Okay. Hier haben wir auch was Neues. Passiert aber nichts. War das das Richtige? Müssen wir die anderen erst alle ausmachen? Hier ist einer an. Den nehmen wir mal raus. Ist hier einer an? Nein, die sind schon alle aus. Ja. Und
Ah, perfekt. Uiuiui. What's going on, Amalfi? This place is like a labyrinth. It was submerged in black ichor. Harry seems to be on the brink of madness. But I don't feel the slightest hint of confusion. On the contrary, I feel my mind is more focused than ever. Oh, come on. One more time. Ow, that hurt. Ist das richtig? What? Bei mir ist auch alles gut, ja. Was haben wir jetzt für ein Tattoo? Wieder was dazu bekommen? Einmal alles deaktivieren. Richtig. With, E. Not, with I, not E. Mal englisches Shit. So, I can feel you. So, erstmal alles deaktivieren. Das ist nicht aktiviert. Hier ist auch nichts aktiviert. Hier müsste wahrscheinlich noch was aktiviert sein, ja. Und hier. Ja. Zack. So, jetzt müssen wir überlegen. Das sieht gut aus. Passiert was. Perfekt. Okay, hier haben wir ein kleines Unterwasserlevel. Another one of those gates. I have to get into the water again. Ist nur, was muss ich hier machen, aber schauen wir mal. Okay, wir müssen uns nur vom Fisch beißen lassen und wieder zurück. Easy. Seriously? Autsch. Ouchy, ouch, ouch. And back to home. Kappa. Okay, here we are. Hier ist noch ein Bild, was wir noch mitnehmen können. I can feel the torment of the thousands of slaves who perished here. Das ist nicht so nice. So. Wir müssen jetzt noch die Tür knacken.
Erstmal wieder alles deaktivieren. Ist hier was aktiviert? Nein. Hier. Ja, machen wir weg. Hier. Ich wollte gerade sagen, da war doch was. Und hier. So, welche Dinger brauchen wir alle? Vier war. Die hier war vier, ne? Zwei gerade Dinger hintereinander. Ist es das hier? Nein. Welches habe ich hingenommen? Oben rechts? Unten rechts? All the doors are open. But where is the constellation I need to open the throne room? Das kommt jetzt wahrscheinlich. And white figures. Jetzt können wir schon mal darüber. Gucken wir erstmal, was wir hier machen können. Good doggies or dragons, whatever you are. Hier kommen wir nicht weiter, weil der in die falsche Richtung steht. Na, come on. Dann sind wir schon mal hier drüben. Das ist schon mal eins wichtige Sache. Hier müssen wir ein paar Mal öfter drücken. Hab's gleich. Wenn ich jetzt nämlich bei dem hier den falschen wähle. Zwei. Drei. Vier.
Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Dann kann ich einfach komplett durchspazieren. Das ist nice. Jetzt kriege ich nämlich das letzte Tattoo. Oh, come on. One more time. One more time. Ow, that hurt. Again. So. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie man das aktiviert alles. Wir haben kein Tattoo-Bild gefunden, ne? Ist natürlich ein bisschen schade. Aber okay. Kann man mit leben. Hoffe ich. Krass, dass sie auch aussieht. So, was haben wir noch markiert? Das könnte auch ein Bild sein. Wie machen wir das am besten? Na, okay, wir machen erstmal wieder das, was wir immer machen. Alles einmal deaktivieren. Hier hat man was aktiviert. Oh, come on. Und hier vorne hat man was aktiviert. Gucken wir mal. Hier, was kann hier gut sein? Das. Nehme ich jetzt einfach mal. Ich bin einfach mal so dreist. Ja, das hatten wir vorhin, ne? Hier weg. Erstmal. Oder wir machen schon mal so. Wo bin ich? Okay, wir müssen nochmal neu. Das muss weg erstmal. Erstmal machen wir wieder alle weg. Komm. Weil es so schön ist. Michael ist drin. Der ist drin. So, jetzt stehe ich gerade davor. Rechts oben. Zack. Ganz so. Zack.
Unten links. Ja, perfekt. The door to the sanctuary is open. It's time to find out what's waiting for me inside. What is waiting for me there? Heilgoffen. Den gibt es auch keinen zurück, glaube ich. Wir müssen durch diese Tür gehen. Wir haben nicht mal eine Wahl. Let's go! What a disturbing mirror. Is it made of black ichor? I feel like it is speaking to me. Mm-hmm. Oh, heavens. Was ist das, oder? Hä? Bin ich falsch gelaufen? Kann man hier doch hinter? Ah! Riesenhalle ist hier. Nothing that happens here appears to respect the most basic rules of physics. However, as strange as it may be, it does maintain a peculiar harmony. Ja. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Like the workings of a clock or a music box. Was ist hier vorne für eine Skulptur? Nee, die verändert sich. Da sitzt jemand. Okay, ich glaube, ich habe Harry gefunden. Oh, no, no. What did you do? Oh my God, Harry, no! In the end, you performed the ritual. You poor fool. But why? I don't understand it. Why? You knew it wasn't going to work. Er ist gestorben. Brille habe ich genommen. You knew the ritual wasn't going to work. That's why you never sat on the throne. You didn't even perform the ritual, did you, Harry? But you wanted me to think that you had. You even left a lure to confuse me. But why? Damit ich das Ritual mache. What really happened? Wo bin ich hier? The person with you in that sanctuary beach was Cassandra. So if you didn't die, it had to be her. Mhm. Did she use the dagger to open the gates and carry out the ritual? You tried to stop her, but it was too late. She shot you with your own gun and left you for dead, didn't she, Harry? Because Cassandra was ambitious. And would stop at nothing to uncover the secrets here. The island fueled that hunger for knowledge. Uh-huh. I had doubts about whether the ritual would work. But what happened to Cassandra cleared up those doubts. The ritual wasn't for people like you. The ritual was only for people like me. But you refused to believe it until the island itself spoke directly to you. Haha, Folgafen. She is our daughter. That's when you finally understood. You understood what my fate would be if I didn't come here and carry out the ritual. A slow and painful death. Mm-hmm. So you faked your own death and left your glasses near Cassandra's corpse. Those same glasses you never take off.
Und wo ist er jetzt? Ist der einfach zu Hause geblieben quasi oder sich versteckt? Also lebt er noch? Vielleicht. You made me come to this island, the same island where you almost lost your mind and your life, the same island where four members of your expedition perished. Why did you deceive me, Harry? You said you would never lie to me. Why didn't you tell me the truth? Why did you do this to me? Because you knew that I would never accept my fate if it meant leaving you. Right, my love? Not even if staying with you would mean a slow and painful death. So the only way to get me to leave you was to make me believe you were dead. And you chose to live a life without me, so I could be who I really am. That's why you tried to deceive me. But I know you too well, my dear old pal. Krass! So many years together, so many moments of love, happiness, understanding, friendship. Beautiful life with you. I know what you tried to do, but I can't let you make this decision for me, Harry. Either I embrace my fate and accept what I've always been, and leave you behind, or I reject it and return home with you to relish the time that my illness gives us. Ich kehr zurück. It's my decision to make. Und guck mal, was passiert. You were right about one thing, Harry. I would never accept my fate if it meant leaving you. I know who I really am and where I belong. I know fate has eternal life in store for me, but an eternal life without you is worthless, meaningless. So I choose the slow and painful death. I'm going back home. Mal gucken, ob wir das noch sehen und was Harry dazu sagt. Okay, ich kann schon mal. You staged this ruse because you love me. But true love is reciprocal. So I'm also making this decision because I love you. Our love is greater than fate, lineage, or all the pain I can suffer. Whatever time we have left, we'll spend together. When the time comes, it will be your hand that holds mine. And those beautiful blue eyes will be the last thing I see before I leave. So, you didn't find your husband on that island, Mrs. Everhart? I did find my husband. He wasn't on the island, though. But what have you been doing these 3 days? What did you find there? Wenn der das wüsste. The truth about myself, I suppose. And at the same time, the reason to go back home. I don't think I follow you, ma'am. Have you ever been in love, Captain Hodgson? In love? You mean like in a romance novel? No, that's fiction, Captain. In real life, true love stories don't end with a wedding. They end with a funeral. And the only thing that eases that final moment of heartbreaking sadness are all the good memories lived together. Honestly, I don't think I've ever felt anything like that, Mrs. Everhart. But if you love your husband that much, he's certainly a lucky man. We are both lucky. Oh.
Freunde, das war Call of the Sea. Durchgespielt. Einfach mal an einem Tag. 4 Stunden 36 reingeballert. Kann man mal machen. Gutes Spiel, wie ich fand. Viele Rätsel. Manche Rätsel auch schwerer als andere. Manche leichter als andere. Die haben sogar einen polynesischen Culture, also Kulturberater, hinzugezogen. Krass, was die für das Spiel alles gemacht haben.